In diesem Video gucken wir das Vektorprodukt an, oder auch Kreuzprodukt genannt. Was wir bis jetzt schon haben, sind zwei Arten von Produkten von Vektoren. Wir haben einmal das Produkt von einem Skalar und einem Vektor, also so etwas, sowas wie 4 mal 1, 2, 3. Das ist der Vektor 4, 8, 12. Also das ist eine Abbildung Skalar mal Vektor und das liefert einen Vektor. Also was haben wir schon? Wir haben außerdem schon das Skalarprodukt, das sah so aus, 1, 2, 3 mal dem Vektor 3, 4, 5. Das war definiert als 1 mal 3 plus 2 mal 4 plus 3 mal 5. Das ist 3. Das ist 3 plus 8 plus 15. 3 plus 8 ist 11, ist also 26. Hier haben wir eine Abbildung, die bildet ab Vektor mal Vektor nach Skalar. Und was wir noch nicht haben, ist ein inneres Produkt unter Vektoren. Also es fehlt irgendwie eine Abbildung, wo man einen Vektor hat, den mit einem Vektor multipliziert und daraus einen Vektor erhält. Die Abbildung fehlt noch und das gucken wir jetzt einmal im Video an. Und dieses Vektorprodukt als inneres Produkt ist nur im dreidimensionalen Raum definiert, nur im R hoch 3. So, die Definition ist hier angegeben. Sie starten mit zwei dreidimensionalen Vektoren und bestimmen dann das Vektorprodukt, auch Kreuzprodukt genannt, nach dieser Regel. Die sieht etwas unhandlich aus, ist sie auch tatsächlich. Sie ist deutlich einfacher zu verstehen, wenn man das mal sieht, wie das gemacht wird. Also wir nehmen mal zwei Vektoren und da einfach mal die Vektoren 1, 2, 3 und als zweiten Vektor den Vektor 4, 5, 6. So, die Idee bei dem Kreuzprodukt ist, dass man tatsächlich über Kreuz multipliziert. Und so als Hilfe schreibe ich mir da jetzt einmal drunter, unter den ersten Vektor, da stellen wir uns vor, wenn wir unten mit der 3 fertig sind, die Zahlen, die da drunter stehen, wird es oben wieder weitergehen. Das heißt, ich nehme die zwei Zahlen von oben und schreibe die nochmal so da drunter. Und bei dem anderen Vektor genauso, nur so für mich als Hilfe. Das heißt, hier ist es die, das ist hier an der Stelle ist es die 4 und da ist es die 5. So, und die Idee ist jetzt, dass wir immer, wenn wir multiplizieren, die Zeile, für die wir es bestimmen, also machen zuerst für die erste Zeile, das sind die, die wir genau nicht angucken. Wir gucken die Einträge an, die direkt da drunter stehen, also den, den, den und den, multiplizieren da über Kreuz. Das heißt, das mal das minus das mal das. Das machen wir jetzt einmal. Also, der Vektor, der rauskommt, ist 2 mal 6. Also wir gucken für den ersten Eintrag die erste Zeile genau nicht an, sondern die Zahl da drunter. Das ist also 2 mal 6 schräg runter. 2 mal 6 über Kreuz multipliziert minus 3 mal 5. 3 mal 5. Also das mal das minus das mal das. So, nächste Zeile. Da ist der Eintrag für die zweite Zeile. Da halten wir diese zu. Das heißt, die gucken wir nicht an. Und wir gehen wieder, starten wieder eine Zeile unter der Zeile, in der wir gerade sind. Also 3 mal 4 minus 1 mal 6. Und hier an der Stelle sehen Sie, warum es praktisch ist, das nochmal drunter zu schreiben, weil ich jetzt hier sehe, wie ich über Kreuz weitermachen muss. Mit etwas mehr Erfahrung wissen Sie hinterher, dass diese 4 natürlich die da oben ist. Dann können Sie also sagen 3 mal 4, dann rutschen Sie einfach, wenn Sie schräg runtergehen und unter der 4 sind, machen Sie oben einfach weiter. Also
Aber für den Anfang ist es vielleicht hilfreich, daran zu denken. Es ist also 3 mal 4. Ich mache das mal in einer anderen Farbe, damit man es hinterher vielleicht besser zuordnen kann. Das ist also 3 mal 4 minus 1 mal 6. Also für den ersten Eintrag haben wir entsprechend hier über Kreuz multipliziert. Im ersten Eintrag haben wir den mit dem minus den mit dem. Für den zweiten Eintrag haben wir multipliziert den mit dem und minus den mit dem, einen drunter. Und beim dritten Eintrag machen wir es ganz genauso. Also da wollen wir jetzt auch wieder also über Kreuz multiplizieren. Und da gucken wir wieder die Zeile an, wo wir nicht sind. Also da sind wir gerade, die gucken wir nicht an, sondern wir gehen eine tiefer. Das heißt, machen 1 mal 5 minus 2 mal 4. Okay, das machen wir einmal. Das ist also 1 mal 5, das ist diese hier, minus 2 mal 4, das ist also hier rüber, das ist also minus 2 mal 4. So. Und das ist ein Vektor, der da rauskommt. Und jetzt können wir es einfach ausrechnen. 2 mal 6 ist 12, minus 3 mal 5 ist 15. 12 minus 15 ist minus 3. Das heißt, der erste Eintrag ist minus 3. Zweite Zeile. 3 mal, sagen wir in einer Farbe, 3 mal 4 ist 12. 12 minus 6 ist 6. Das ist der Eintrag 6. Und dritte Zeile, 1 mal 5 ist 5, 5 minus 2 mal 4 ist 8, also 5 minus 8, 5 minus 8 ist minus 3 wieder. Das heißt, der Ergebnisvektor, der rauskommt, ist genau der hier, minus 3, 6, minus 3. Also, man ist mit zwei Vektoren gestartet, Vektor 1 und Vektor 2 und bekommt einen Vektor raus. Das ist das Vektorprodukt im R hoch 3. Und wenn Sie das hier mit der formalen Definition vergleichen, ist es auch genau das, was ich gemacht habe. Also zu merken, es wird immer die Zeile nicht angeguckt, für die man den Wert bestimmen will. Und die, die da drunter stehen, die werden über Kreuz jeweils multipliziert und voneinander abgezogen. Dieses Vektorprodukt muss man ein paar Mal berechnet haben, um ein gutes Gefühl für zu bekommen. Deswegen gucken wir nochmal ein, zwei weitere Beispiele an. Also angenommen, wir gucken, wir hätten den Vektor 1, 0, 0 und möchten den multiplizieren mit dem Vektor 0, 1, 0. Und gucken jetzt mal, was passiert. Auch da zur Übersicht wiederhole ich jetzt nochmal die ersten zwei Einträge, damit man das hinterher schöner sehen kann und berechne dann das Ergebnis. Also für den ersten Eintrag, erste Zeile wieder zuhalten, wir berechnen also 0 mal 0 ist 0, minus 0 mal 1 ist auch 0. Also das ist, ich schreibe es nochmal schrittweise hin, 0 mal 0 minus 0 mal 1. Nächste Zeile. Die Zeile zuhalten, dann das mal das minus das mal das. Also, das ist 0 mal 0, 0 mal 0, 0, 0 minus 1 mal 0. Und schließlich die dritte Zeile, das ist 1 mal 1 minus 0 mal 0. Und wenn wir jetzt scharf hingucken, da ist der Vektor 0, 0, 1 rausgekommen. Das heißt, wenn ich mit den zwei Einheitsvektoren, den ersten beiden Einheitsvektoren starte und die multipliziere, kommt der dritte raus. Der steht senkrecht auf den anderen. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, ist das immer so? Und da wiederholen wir einfach nochmal das Beispiel von eben. Wir hatten gesehen, dass 1, 2, 3 Kreuz 4, 5, 6
Das war der Vektor minus 3, 6, minus 3. Da ist jetzt die Frage, steht dieser Vektor auch senkrecht auf den anderen beiden? Und die Antwort wird sein ja. Und das können wir einmal schnell mit Hilfe des Skalarprodukts ausprobieren. Also was ist 1, 2, 3 mal minus 3, 6, minus 3? Das ist 1 mal minus 3 ist minus 3, 2 mal 6 ist 12, also plus 12, 3 mal 3 ist 9, also minus 9, und das ist 0. Also der steht schon mal senkrecht auf 1, 2, 3, der neue Vektor. Und versuchen wir den zweiten, 4, 5 und 6, mal minus 3, 6, minus 3. 4 mal minus 3 ist minus 12, 5 mal 6 ist 30 und 3 mal 6 ist 18, also minus 18. Und minus 12 minus 18 ist genau 30, das heißt, hier ist das Ergebnis wieder 0. Das heißt, auch in dem Falle war es so, dass das Vektorprodukt einen Vektor geliefert hat, der senkrecht auf den anderen beiden steht. Und das ist kein Zufall. Das ist tatsächlich immer so. Also immer ein Vektor, den man da herausbekommt, das ist ein Vektor, der, wenn man das in den Skalarprodukt einsetzt, 0 liefert. Damit ist das Vektorprodukt also sehr gut geeignet, wenn man zwei Vektoren hat, dazu einen senkrechten Vektor rechnerisch zu bestimmen. Geht einfach damit. Und das ist auch schon die erste wichtige Eigenschaft des Vektorprodukts. Hier nochmal zusammengefasst, wenn ich zwei Vektoren habe, a und b aus dem R hoch 3, dann steht der Vektor a kreuz b senkrecht auf den Vektoren a und b. Und die Vektoren bilden ein sogenanntes Rechtssystem. So, was hat das mit dem Wort Rechtssystem auf sich? Die Vektoren stehen so zueinander, wie ihre rechte Hand, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger stehen würden, wenn sie die jeweils so zu so einem dreidimensionalen System zusammenbauen, dass die jeweils einen Winkel von 90 Grad haben, so wie hier angedeutet. Dann stehen die genau so. Die Vektoren a und b ist Daumen und dann Zeigefinger, und dann ist der resultierende Vektor, das ist dann der Mittelfinger. Betrachten wir, was diesen Fall angeht, nochmal zwei interessante Sonderfälle und überlegen darüber nochmal. Wir hatten auf der einen Seite gesehen, dass der Vektor 1, 0, 0 kreuz 0, 1, 0 genau den dritten Einheitsvektor liefert, 0, 0, 1. Das passt auch zum Rechtssystem. Wenn x und y, wenn das Daumen und Zeigefinger ist, dann ist Mittelfinger entsprechend die z-Achse, typischerweise. Wie ist das, wenn wir das jetzt vertauschen würden? Also wenn wir zuerst berechnen, also wenn wir berechnen 0, 1, 0 kreuz 1, 0, 0. Das rechnen wir einmal aus. Das ist 1 mal 0. Minus 0 mal 0, das ist schon gut. Dann 0 mal 1 minus 0 mal 0. Und für den letzten Eintrag, da haben wir 0 mal 0 minus 1 mal 1. Also jetzt haben wir den Vektor 0, 0, minus 1. Der zeigt also genau in die andere Richtung. Daran sieht man, dass der immer das Rechtssystem liefert. Das heißt, wenn Sie x und y vertauschen würden, wenn Sie es mit dem Daumen auf die y-Achse zeigen und mit dem Zeigefinger auf die x-Achse, dann zeigt Ihr Mittelfinger genau in die andere Richtung. Und deswegen ist der Vektor, der da rauskommt, der Vektor 0, 0, minus 1. Also, das ist die Idee bei dem Rechtssystem. Und noch eine zweite Sache, die ich mit Ihnen angucken möchte. Was ist eigentlich das Ergebnis, wenn man einen Vektor mit sich selber multipliziert oder mit einem Vielfachen von sich selber? Und das probieren wir mal aus. Was ist 1, 2, 3 kreuz 2, 4, 6? Okay, das ist 2 mal 6 minus 3
mal 4. Aha. So, nächste Zeile. Das ist 3 mal 2. 3, also das ist diese 3 mit dieser 2. Minus. So, das nächste, was wir machen müssen, ist 1 mal 6. Weil das ist dieser Eintrag, also minus diesem Eintrag mal dem. Denken Sie dran, wenn ich es nochmal drunter geschrieben hätte, würde hier die 1 stehen, dann würde das hier so hochgehen. Also minus 1 mal 6. Und der dritte Eintrag, da gucken wir die letzten nicht an, das ist also 1 mal 4. Minus 2 mal 2. Und was stellen wir fest? Wir bekommen den Nullvektor raus. Und auch das ist kein Zufall. Das ist auch immer so, wenn man einen Vektor mit sich selber, mit einem Vielfachen von sich, als Vektorprodukt multipliziert, kommt der Nullvektor raus. Und warum das so ist, das sehen wir jetzt gleich anhand der geometrischen Deutung. Vorweg noch die Frage, ist das ein Problem zu dem, was wir vorher gesagt haben? Und die Antwort ist nein. Weil der Nullvektor, auch wenn er vielleicht nicht sehr spannend ist, als Nullvektor steht der senkrecht auf allen anderen Vektoren, die man hat. Weil wenn Sie das Vektor, wenn Sie das Skalarprodukt bilden von dem Nullvektor mit irgendeinem anderen Vektor, kommt immer 0 raus. Also wird ja komponentenweise multipliziert und dann addiert. Das ist also immer 0 mal irgendwas und das addieren Sie auf, kommt immer 0 raus. Das heißt, der Nullvektor steht senkrecht auf allen anderen Vektoren des Vektorraums. Das ist immer so. Das heißt, hier in dem Fall ist das Ergebnis des Vektorprodukts immer noch ein senkrechter Vektor, aber es ist halt der Nullvektor. Und damit kommen wir auch zur letzten Eigenschaft, die wir angucken wollen, des Vektorprodukts. Und zwar zur geometrischen Deutung. Wir haben schon gedeutet, aha, der Vektor, der rauskommt, wenn man a und b multipliziert, das steht senkrecht auf den Vektoren, es bildet ein Rechtssystem. Und jetzt die Frage, wie lang ist er? Und das liefert uns der zweite Teil dieser Regel. Der sagt, dass die Länge des Vektorprodukts, also des Vektors, der rauskommt, wenn man das Vektorprodukt von a mal b bestimmt, dass der gleich der Länge von a ist, mal der Länge von b, mal dem Sinus des eingeschlossenen Winkels. Das ist anders als beim Skalarprodukt, da war es ein Cosinus und hier ist es halt der Sinus. Und auf der linken Seite steht die Länge des Vektors. Jetzt könnte man denken, dass es auch eine Möglichkeit wäre, den Winkel zu bestimmen. Das ist prinzipiell natürlich möglich, aber das geht über das Skalarprodukt deutlich einfacher. Weil beim Skalarprodukt müssen Sie nicht diese komplizierte Vektorproduktberechnung machen und davon dann den Betrag bestimmen. Da ist es deutlich einfacher, das Skalarprodukt zu bestimmen. Das kann man sich leichter merken. So, was hat das jetzt mit dieser Länge des Vektors auf sich? Also mit diesem Betrag von a kreuz b. Und das ist was relativ Spannendes. Das ist nämlich genau die Fläche, die das Parallelogramm hat der beiden Vektoren, die man multipliziert. Wenn Sie zwei Vektoren a und b haben, dann bilden die ein Parallelogramm. Wenn Sie diesen Vektor a nochmal an b ranhängen, landen Sie hier. Genauso, wenn Sie an den Vektor a nochmal den Vektor b hängen, landen Sie ebenfalls da. Das heißt, so auf diese Weise erhält man dieses Parallelogramm. Dieses Parallelogramm hat natürlich eine Fläche. Die Fläche eines Parallelogramms bekommt man immer dadurch, dass man Grundseite mal Höhe bestimmt. So, und diese Höhe des Parallelogramms ist aber, wenn Sie sich an das Video über Sinus und Cosinus erinnern, ist diese Höhe hier in diesem Dreieck, das ist ein rechtwinkliges Dreieck, dieser Vektor a ist die Hypotenuse, das ist also a mal Sinus Alpha liefert Ihnen die Länge der Gegenkathete. Bei Sinus war es die Gegenkathete, Cosinus war die Ankathete, Sinus die Gegenkathete. Das heißt, diese Höhe h ist Länge von a mal Sinus Alpha. Und wenn Sie Länge von a mal Sinus Alpha haben, haben Sie diese Höhe. Wenn Sie das multiplizieren mit der Länge des Vektors b, haben Sie genau den Flächeninhalt des Parallelogramms, den die beiden aufspannen. Und das ist das, was der letzte Teil hier sagen soll, was die geometrische Deutung des Vektorprodukts ist.